Gibt es ihn überhaupt, diesen Lieblingsgegner, von dem alle sprechen? Hannover soll ja so einer sein. Gegen kein anderes Team hat die TSG öfter gewonnen, gegen kein anderes mehr Tore geschossen. Aber zählt das alles noch etwas, wenn es in ein Spiel geht, auf das man sich nicht vorbereiten kann? Was Videoanalyse des Gegners zum Beispiel angeht, die ganze Schnitte kannst du eigentlich wegschmeißen. Ja? Du brauchst der Mannschaft eigentlich nicht arg viel zeigen, weil du ja nicht weißt, was dann letztendlich dabei rauskommt. Weil Hannover einen neuen Trainer hat, weil alles anders ist. Michael Fronzek hat übernommen im Abstiegskampf. Einziges Ziel, Klasse halten. Wir sind vollkommen fokussiert auf dieses Spiel Hoffenheim. Das wird schwer genug. Wir haben eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine schnelle Mannschaft, die ein paar außergewöhnliche Spieler in ihren Reihen haben. Und da sind wir gut beraten, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, das Hoffenheim am Wochenende. Nach 13 sieglosen Spielen soll es ausgerechnet gegen die TSG klappen mit neuem Impuls zum Endspurt. Müsste man jetzt wahrscheinlich irgendwie in Statistiker mal bemühen, wie oft dann nach einem Trainerwechsel direkt der Erfolg kam. Habe ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich versuche wirklich, das ein Stück weit mehr auszublenden jetzt, weil es ist für uns eine viel unberechenbarere Situation, wie sie war, noch bevor der Trainerwechsel jetzt kam. Klar ist, dass nichts klar ist, nur die Vergangenheit liefert Fakten. Die letzten drei Duelle TSG gegen 96 gewann Blau und Weiß, schoss dabei 11 Tore. Wir haben uns, denke ich, sehr gut auf Hoffenheim vorbereitet. Wir machen gleich eine kurze Analyse, was Hoffenheim angeht, Stärken, Schwächen, wie das so üblich ist. Ich habe mal so ihre letzten Begegnungen, also gegen Bayern, gegen Gladbach und Pokal Dortmund, da kann man schon mal verlieren, denke ich. Kann man, muss man aber sicher nicht. In Hannover sollen wieder 3 Punkte her, zur Not oder gerade jetzt mit Plan B. Vielleicht auch mal so ein bisschen offener in so ein Spiel reinzugehen, zu sagen, du musst vielleicht auch die ersten Minuten mal abwarten und dir anschauen, um dann vielleicht nochmal einen Plan B direkt mit der Mannschaft auch durchziehen zu können, weil wir es halt nicht wissen. Ja. Hannover trainiert jetzt auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit Donnerstag, Freitag, wo sie bestimmt ihre taktische Dinge auch durchprobieren und da sehen wir halt nichts. Einen ersten Eindruck gibt es nur ein einziges Mal, sagt man. Den muss man sich in diesem Fall vor Ort in Hannover machen.